Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen Video über meine Aufstellung im Turnier. Drei Sterne habe ich ordentlich, Helden zur Auswahl, ihr seht es hier sogar ein paar gebreakte und da ist dann immer die Qual der Wahl. Ich habe mich letztendlich für die entschieden, aus folgendem Grund. Kostümbonus macht Mana 5%, 4% sind 9% und damit ein Stein mehr und damit ist er nach 6 Steinen geladen. Schaut euch die Klasse an, gleiches gilt für Jahangir. Eigentlich war ich kurz am Überlegen, ob ich Sudri noch voll mache. Das Problem mit Sudri ist, er hat halt keinen Kostümbonus. Und dementsprechend habe ich mich dann noch für Jahangir entschieden. Ich habe keinen Heiler. Ich habe Gunnar in der Mitte stehen. Und diesmal ohne Kostüm. Das hat folgenden Grund. Blau in der Mitte heißt, der Gegner würde mit Grün angreifen. Grüne Steine machen. Ihr seht es immer oben links im Kampfbildschirm. Weniger Schaden an Rot. Das würde Jahangir entgegenkommen, weil nämlich Jahangir relativ wenig Lebenspunkte und wenig Rüstung hat. Ihr seht es hier mal zum Vergleich, ne? Mehr Lebenspunkt, klar, weniger Rüstung, aber im Endeffekt ist er deutlich fragil, möchte ich sagen. Und das hoffe ich einfach mit der erhöhten Verteidigung und dem Schadensaufteilen zu erreichen. Gleichzeitig hoffe ich, dass der Gegner einen Helden mitnimmt, der dann schon mal direkt entzaubern muss. Beim Sturmangriff ist es aber so, wenn man das nicht relativ schnell schafft, dann brennt da schon ordentlich was. Gleichzeitig haben wir Noril. Noril ist eine Vernichtungsmaschine, kriegt auch schön schnell Stacks im schnellen Modus. Zusätzlich negative Statusveränderungen werden um 50% reduziert als als Passivfähigkeit. Und er macht auf zwei Ziele Schaden. Das ist schon mal gut. Eigentlich hätte ich jetzt natürlich gerne den Counterpart dazu noch mit Mev, aber das Problem ist, ich habe keine Schurkenwappen, die gehen aktuell alle in Sif rein und außerdem gehe ich, glaube ich, dass am Balthasar einfach nichts vorbeigeht. Der ist einfach zu gut mit 6 Steinen, auch im Angriff werde ich den so wahrscheinlich ganz oft mitnehmen. Ja, und dann Gelb wollte ich noch mit reinnehmen. Da ist Poppy. Poppy hat vorhin einfach nochmal schnell die 18 Wappen von mir bekommen. Und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich genügend Klerikerwappen opfer, um Candy. Das war ein Fehler. Ach, schon wieder abgeändert. Candy reinzunehmen, das Problem ist, ich habe nicht mehr so viele. Nee, wegen irgendwas war. Gegen irgendwas hatte ich mich entschieden. Genau, bei sehr schnell ist es ja nun mal so, entweder das eigene Board ist gut oder der Gegner löst aus und man hat verloren. Ich habe mich dafür entschieden, alles oder nichts zu spielen und habe mich dafür stark gemacht, eine Verteidigung aufzubauen, die eigentlich nur aus Feuer besteht. Meine einzige Verteidigung, so ein bisschen quasi Leben, ne? Ist ja kein Leben, aber Gunnar ist so ein bisschen als Tank, dass er aufteilt. Das bisschen, was Noril sich selbst teilt, das ist zu vernachlässigen. Im Endeffekt versuche ich es. Ich bin gespannt, ob es klappt oder nicht. Heiße Kandidaten, die ich sonst immer mitnehme und im langsamen Turnier durchaus Spaß machen könnten. Das sind Oberon mit Gift auf alle. Killani, ebenfalls Schadensverteilung, wenn denn Gunnar nicht wäre. Da muss ich gleich nochmal austauschen dran denken. Grievel auch nicht schlecht. Strauchbär auch richtig gut, den außen irgendwo hingesetzt. Dann muss der Gegner ihn ja angreifen. Das wäre so ein Ding. Arman mittlerweile zu schwach, aber der ist natürlich auch langsam und alles, was langsam ist im Sturmangriff, hat halt da mal die Möglichkeit zu glänzen. So ist es jetzt meine Version
Und ich freue mich auf dieses Turnier, auch wenn es Sturmangriff ist und damit natürlich prinzipiell erstmal blöd. Aber 3 Sterne finde ich toll. Das macht mir Spaß. Sehr wahrscheinlich werde ich auch gleich noch ein bisschen mal gucken, was ich an Nahrung noch irgendwo habe und noch mal ein paar Truppen leveln, dass es gut wird. Aber wie immer ist es, wenn man sich auf irgendwas freut, ist es meistens gar nicht so toll. Und ja, Sturmangriff heißt auch, dass meine Verteidigung, so wie sie ist, gegen nur Leute gegengesetzt werden, die da auch mindestens überall 20 Wappen haben und sehr wahrscheinlich auch alles gebreakt haben. Und das heißt, dass ich zwar ganz oben um die Punkte mitkämpfe, aber auch leider gegen diese Leute antreten muss. Wenn ich gewinne, kriege ich die Punkte. Wenn ich verliere, ärgere ich mich. Wir werden es sehen, wir werden es erleben. Und sehr wahrscheinlich werde ich mich am Schicksalsmittwoch einkaufen müssen. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, Regenbogen, wir werden sehen. Das war so meine Überlegung für die Mitte und dann halt, wie gesagt, gelb und lila an die Seite. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr eure Verteidigung aufgestellt habt. Und im Channel können wir da natürlich auch drüber diskutieren. In diesem Sinn, euch einen schönen Sonntag. Tschüss.